Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Beim letzten Mal haben wir immerhin die Ivo befreien können, zumindest von ihren Ketten, aber nicht ganz hier raus. Und damit werden wir heute weitermachen. Ich weiß jetzt nicht so recht, was wir noch alles machen können, aber wir versuchen einfach noch mal ein bisschen, probieren ein bisschen rum und irgendwann wird das schon funktionieren. Zum Beispiel das hier. Nee. Geht nicht. Aber Moment mal, Ivo könnte vielleicht mal hier, da... Oh, das ist immer so blöd, wenn das Vieh dann da hinten hingeht. Naja, hier mal das Sichtfenster öffnen. Bewegt sich kein Stück. Mhm. Aber Moment, mir fällt gerade ein. Kann sie überhaupt raus? Sie ist fest verriegelt. Ah, okay, siehst du? Du meinst, der Riegel ist für dich zu schwer, um ihn anzuheben? Hm. Irgendwie muss er aber weg. Der Riegel, aha. Ja. Vielleicht mit der Kanonenkugel? Nee, doch nicht. Nee, Moment, ich wollte... Was? Du, Vieh? Was geschieht jetzt? Aha, okay, gut, ja, gut, alles klar. Wie zum Hängen kannst du dich durch einen Türspalt schieben? Ja, genau, frag mir das doch mal. Der Türspalt ist nur ein paar Zentimeter hoch. Wie zum Henker kommst du da durch? Hast du keine Knochen? Oder bist du ein magisches Wesen? Ein Formwandler vielleicht? Auf jeden Fall macht dich das viel nützlicher als Cheep Cheep. Da beschwert er sich. Das hättest du vorhin beweisen können. Aber du hattest ja Angst vor der Luftabwehr. Okay, gut. Nächste Frage. Wenn ich dein Härchen in die Finger bekomme, werde ich ihn umbringen müssen. Ja, gut. Dein Härchen ist fällig, wenn er mir in die Finger fällt. Hast du nicht gesehen, was er getan hat? Er hat uns hintergangen. Aus reiner Feigheit. Ich weiß ja nicht, was du an ihm findest. Für mich ist er ein arroganter, aufgeblasener... feiger, ungepflegter Schnösel. Wie immer ein erhellendes Gespräch. Danke, Vieh. Okay, gut. Das war's. Schön, dass wir das gemacht haben, aber gebracht hat's irgendwie nicht viel. Ja, dann muss das Vieh nochmal nach draußen. Irgendwie muss da ja noch was zu machen sein. Kanonenkugel kann's nicht tragen. Ja, egal. Also einfach mal raus da. Da quetscht das sich wieder unten durch. Ach, der Troll ist wieder da. Okay, aber... Moment mal, den Hammer. Der ist zu schwer. Ja, wahrscheinlich. Okay, was war da noch? Der Hammer. Und runter in die Stadt geht wahrscheinlich auch nicht. Ich versuch's mal. Wahrscheinlich dann doch nicht. Ah, schade, dass der Troll wieder da ist. Aber wir haben ja noch die Fackel im Inventar. Wir können ihn... Ja, ist ja gut. Wir können ihn nochmal wegscheuchen. Hoffe ich jedenfalls. Wahrscheinlich müssen wir das machen, wenn wir an den Hammer dran wollen. Ja, das scheint zu gehen. Okay. Ah. Vielleicht macht er jetzt die Tür auf. Moment, wir wechseln mal über auf Ivo. Aber der ist da kurz aufgetaucht. Ah, der vielleicht Troll scheint keinen Grund zu sehen, in den Kerker zu kommen. Ja. Scheint nicht zu stören, dass ich nicht mehr angekettet bin. Und um ehrlich zu sein, hat er ja auch keinen Grund zur Beunruhigung. Er ist ein verfluchter Bergtroll. Gegen so einen habe ich im Kampf keine Chance. Ich kann froh sein, dass er nicht reinkommt. Ja, aber wir könnten da zum Beispiel... Irgendwie, ach so, Moment, ja, egal. Das Bild mit diesem Huhn da hinhängen, vielleicht ist das ja was für ihn. Kann man denn irgendwie tauschen, hier Gegenstände oder sowas? Hallo, Vieh. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das haben wir mal gemacht. Ach, toll. Ich kann dich nicht verstehen. Ja, ich auch nicht. Tja, wenn du das sagst. nee. So, dann häng doch mal. Ja. Häng doch mal das Bild dahin. Ah, siehst du, das geht da sogar. Aha. Dann. Okay. So kann man Gegenstände übergeben.
Danke. Okay, und das Huhn, boah, soll auch... Ja. Soll auch Ivo mal nehmen. Okay. Oh, danke. So eins wollte ich schon immer mal haben. Ja. So, und jetzt, Moment, achso, wir müssen wieder überwechseln. So. So, das, hier das Bild, da dran. Wenn da nicht die sprichwörtliche Dummheit der Trolle wäre, würde ich es gar nicht erst ausprobieren. Ja. Okay. Hey. So. Und das Huhn, kombinieren mit der Kugel geht auch nicht. Daran stecken, daran stecken. Nö, das geht auch nicht. Oh. Da, okay, gut. Was auch immer das bringen mag, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Es ist Kunst. Ah, und jetzt, ja, genau. Und jetzt die Kugel dahin. Feuerbereit. Fehlt nur noch das Ziel. Ja, das kommt gleich. Moment, wir müssen wieder überwechseln. Und so lange muss sie da jetzt stehen. Okay, ja, sie macht das schon. Okay. Ist sie hier gleich beim Troll, das ist gut. Na, will er nicht? Doch. Gut. So, und jetzt an Ivo. Ivo. Ach, jetzt kommt er rein. So. Und hier. Ah, macht sie von alleine. Gut. Volltreffer. Das haut sogar einem Bergtroll aus den Latschen. Hilf mir mal. Wir schieben den Brocken in die Zelle da. Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Das wäre. Ach, in diese Zelle. Ja. Gut. Comfy, weiter geht's. So, die Tür ist auf. Jetzt kann Ivo auch raus. Moment, was hat sie? Moment, das Vieh, das hat die Fackel in der Hand. Im Inventar. Können die auch mal beide rausgehen? Gleichzeitig? Wecke das etwas. Versuchen wir das nochmal, bevor wir rausgehen. Hey! Aua, was? Oh, da tut sich tatsächlich was. Aber was tust du? Das Artefakt ist es in Sicherheit. MacGuffin? Ihr lebt noch? Euer Widerstand bei den Verhören scheint nicht groß gewesen zu sein. Das Buch? Das Artefakt? Was ist damit? Ich habe das Buch aus eurem Keller geholt, aber ich habe den Erzmagier nicht angetroffen. Und? Und dann? Dann habe ich das Artefakt zusammen mit zwei Freunden sichergestellt. Ausgezeichnet. Dann war es wirklich im Tempel. Ja, war es. Und nun? Hat der Erzmagier das Artefakt erhalten und ihr seid nun hier, um mich zu befreien? Nicht so ganz. Wir wurden von Munkus überrascht. Meine Freunde konnten mit dem Artefakt fliehen. Ich wurde gefangen genommen. Dann ist es noch immer nicht in Sicherheit? Vielleicht nicht. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen hier raus und das Artefakt zum Erzmagier bringen. Was ihr nicht sagt. Ihr seid ja ein gewiefter Taktiker. Okay, jetzt haben wir wieder was zu tun. Irgendwie müssen wir euch aus diesem Loch holen. Ja, genau, das finde ich auch. Warum sitzt ihr eigentlich jedes Mal in einem Käfig, wenn wir uns treffen? Könnt ihr euch nicht einmal selbst befreien? Mortroga persönlich hat das Schloss magisch versiegelt. Das kann man nicht mit einem Zahnstocher öffnen. Ihr sitzt also in eurer Zelle und lasst mich die Arbeit machen. Hole mich hier raus und ich kann dich unterstützen. Moralisch zumindest. Mhm. Ja, einfach mal weiter, ne? Das Schloss ist also magisch versiegelt. Aber es muss sich doch trotzdem öffnen lassen. Natürlich. Nur braucht man dazu den Zauberstab, der es versiegelt hat. Mortrogas Zauberstab? Ich befürchte ja. Dann lassen wir das Schloss einfach zu und konzentrieren uns auf die Stäbe. Viel Erfolg. Das sind Eisenstäbe, dick wie Trolldaumen. Ja, aber die kriegt man schon irgendwie auf. So, das hatten wir schon. So ein paar Tage, wo ich das Gefühl habe. Habt ihr eine Ahnung? Der rote Kasten. Oh ja, das, der hier dann. Dieser rote Holzkasten dort. Wofür ist der wohl gut? Das habe ich mich auch schon gefragt. Er sieht sehr interessant aus. Rein wissenschaftlich natürlich. Er scheint hier nicht reinzupassen. Mortrogas Reich ist groß. Viele sind ihr lehenspflichtig. Oder vielleicht hat sie das Ding auf einem ihrer Raubzüge erbeutet. Wer weiß?
Wir erfahren also nicht mehr darüber, zumindest noch nicht. Ja, dann machen wir hier weiter. Was habt ihr der Erzhexe alles erzählt? Was habt ihr Motroga und ihrem Satansbraten erzählt? Ich brauchte ihnen kaum etwas zu erzählen. Sie wussten vom Artefakt. Ich habe ihnen vom Buch erzählt. Aber ich war mir sicher, dass du es schon längst sichergestellt hattest. Und sonst nichts? Und ich habe vom Ring erzählt. Ihr habt ihnen von Wilbur erzählt? Ihr habt sie tatsächlich auf einen kleinen Gnom angesetzt? Mir blieb nichts übrig. Aber er hatte viele Stunden Vorsprung. Und du sagst selbst, er hat es bis zum Erzmagier geschafft. Und dabei hat er mehr Mut gezeigt als ihr. So ist das. Meine Begleiter... Meine Begleiter Wilbur und Nate sind durch ein Portal entkommen. Kann man herausfinden, wohin dieses Portal sie geführt hat? Ein Portal? So etwas ist selten. Nur besonders mächtige Magier können ein Portal öffnen. Wilbur hatte ein Amulett. Als es auf dem Boden aufgeschlagen ist, hat sich das Portal geöffnet. Ungeheuerlich. Es gibt nur zwei Amulette, die so etwas vollbringen können. Das eine gehörte dem mächtigen dunklen Magier Balthasar. Aber es gilt als verschollen. Genau wie sein noch mächtigerer Bruder, das Telarion. Wenn es Balthasars Amulett war, wohin könnte es die beiden gebracht haben? Das kann ich nicht beantworten. Aber der Erzmagier wird es wissen. Ein Grund mehr, bald mit ihm zu sprechen. Ja, das finde ich auch. Aber ja, noch gibt es da gewisse Schwierigkeiten. So, das haben wir auch. Gut, dann muss ich mal weiter. Sind sicher noch andere Gremlins aus Käfigen zu befreien. Haha. Ja. Okay. Ja, also was kann man da jetzt noch machen? Ach, oh, hier, da, Stofffetzen nochmal. Das ist das Skelett eines... Ich fürchte, die eigene Unsterblichkeit führt zu Defiziten in der anatomischen Allgemeinbildung. Ja, und? Das war alles? Sagen wir, es war so etwas wie ein Halbling oder ein kleiner Mensch. Okay, um mehr geht er nicht. Ja gut, dann ist das aber auch schon mal abgehakt. Dann gucken wir doch nochmal aus dem Fenster, wenn das irgendwas bringen könnte, vielleicht. Dieser Schacht muss irgendwo nach draußen führen. Aber er ist zu eng und zu weit oben, um hinausklettern zu können. Ja, aber jetzt ist doch die Tür auf. Glaube ich zumindest. Wir gehen mal nach draußen. Es müsste jetzt ja gehen. Ah, vielleicht kann sie dann den Hammer nehmen oder den Amboss oder was das ist. Und der Troll ist immer noch weg. Okay. Ein ziemlich schwer aussehender Schmiedehammer. Ich will nicht dem dazugehörigen Schmied begegnen. Ja, egal. Nimm den Hammer einfach mit. Vielleicht kannst du den mal irgendwie brauchen. Aha, jetzt haben wir also auch den Hammer. Okay, gut. Was ist hier noch zu tun? Da haben wir die Fackel angezündet. Ja, und hier? Vielleicht fällt ihr ja was dazu ein. Das könnte ja sein. Das Wappen auf dem Banner könnte zu einer der Kolonien der Erzhexe gehören. Hier aus der Gegend ist es zumindest nicht. Ja, okay. Das Wappen auf dem Banner könnte zu einer der Kolonien der Erzhexe gehören. Ja, also das bringt uns auch nicht weiter. Wir haben Glück, dass sie gerade nicht zu Hause ist. Zweiköpfige brennende Kernhunde nerven immer. Auch wenn dieser ziemlich klein zu sein scheint. Aha, oh, das war's. Na gut, dann geh doch mal nach oben. Vielleicht kannst du da oben ja was machen. Zum Beispiel die Truhe aufmachen. Genau. Fest verschlossen. Sie kann sich wenigstens vernünftig artikulieren. Ja, und betrachten wir nochmal die Wache. Vielleicht sagt sie irgendwas dazu. Nur eine einzelne Wache hier oben? Das ist seltsam. Andererseits, Motroga kann auf sich selbst aufpassen. Das stimmt irgendwie auch wieder. Mal sehen, was sie dazu sagt. Irgendwelche Dokumente. Aber da komme ich nicht ran, ohne dass die Wache mich sehen würde. Ah, die Wache und Motroga selbst nicht? Also müssen wir die Wache ablenken. Ja, nur wie? Mit dem Hammer auf den Helm hauen. Ja, das könnte ja sein. So, wir versuchen das mal. Hammer, wo ist denn der? Da. So. Nö, das geht nicht. Schade. Wozu könnten wir den Hammer gebrauchen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gehen wir wieder weg, weil es hier wohl nichts zu machen gibt. Zumindest noch nicht jetzt. Und hier... So langsam haben wir aber alles durchsucht.
Wie ist es denn hier in die Stadt? Vielleicht kann sie ja in die Stadt gehen, ich glaube es zwar nicht, aber wir probieren es einfach mal aus. Man muss ja immer alles ausprobieren. Die Straße führt hinab in die Stadt. Sie ist als Fluchtweg nicht zu gebrauchen. In den Gassen lauern die finstersten Gestalten, die man sich vorstellen kann. Und niemand würde auch nur einen Augenblick zögern, einer Elfe den Kopf abzuschlagen. Ja, dann bleiben wir mal lieber hier oben. Gut, war hier noch was? Nee, dann müssen wir da wieder rein. Mal sehen, was da drin ist. Also hier draußen ist ja wohl nichts mehr zu machen. Oder zumindest nicht viel. So, betrachten wir den Troll nochmal. Der Troll ist immer noch K.O. Ich hoffe, wir sind weit weg, wenn der wieder zu sich kommt. Die Gitter sind sehr stark, aber ein wütender Troll ist stärker. Ja, gut. Also, ja. Hier, kannst du denn irgendwas dazu sagen? Du könntest da rausfliegen, obwohl das ja... Naja, wir können ja sowieso nichts machen. Aha, kannst du dich Hilfe holen oder irgendwas anderes Sinnvolles tun? Ja, genau. Lass dir lieber mal etwas einfallen, wie wir hier rauskommen. Kannst du nicht Hilfe holen? Na und? Du fliegst einfach rüber. Luftabwehr, sicherlich. Okay, ich hoffe, das Artefakt ist in Sicherheit. Hast du es gesehen? Hast du das Artefakt im Tempel gesehen? Wunderschön und zugleich schrecklich. Richtig. Verstehst du jetzt, warum wir uns nicht einfach heraushalten können? Stell dir dieses Artefakt in den Händen der Orks vor. Oder der Menschen. Oder einer anderen primitiven Rasse. Ja, genau. Jo. Schneller als du Weltuntergang sagen kannst. Ich kümmere mich dann mal weiter um unsere Rettung. Alleine. Ja, so sieht's aus. Was kann man jetzt... Was kann man jetzt mit dem Hammer noch anstellen? Was gibt's hier noch hier irgendwie? Diese Dinge hier. Ziehe am Fackelhalter. Ja, aber das bringt ja nichts. Irgendetwas scheint in der Wand zu passieren. Aber so richtig helfen tut uns das gerade nicht. Ja. Vielleicht kann man mit dem MacGuffin nochmal sprechen. Vielleicht weiß der noch was. MacGuffin? Wie? Ich bin bereit. Der rote Kasten. Ja, das weiß er ja auch nicht. Okay. Ich muss weiter. Sind sicher noch andere Gremlins aus Käfigen zu befreien. Haha. Ja. Du musst dir den roten Kasten doch nochmal anschauen. Irgendwie, also mit dem haben wir bislang noch gar nichts gemacht. Da muss ja irgendwas zu tun sein. Auf den Wänden sind viele Symbole und kurze Texte. Ich kann sie nicht lesen. Hier wurden noch ein paar Bilder an die Scheiben geklebt. Und dort ein größerer Zettel mit einem Text. Das sagt mir alles nichts. Ja, dann macht sie wieder zu. Also das bringt irgendwie auch nichts. Kann man wenigstens die Scheiben da einschlagen? Nö, auch nicht. Oder hier draufhauen? Nee. Mit dem Hammer kann man irgendwie da drin wohl nichts machen. Wie ist mit dem Vieh? Was hat das nochmal im Inventar? Das war ja nur die Fackel noch, oder? Ja, genau. Diese Fackeln brennen ja schon, den Troll ärgern. Ne, Troll und was? Der Gremlin, ja genau. Kann man beide nicht ärgern. Okay, gut. Ihn hier. Oder die Telefonzelle anzünden. Nein, auch nicht. Ja, dann stehe ich mal wieder auf dem Schlauch. Winken wir ihm mal zu. Ja gut, warum denn nicht? Dann haben wir was zu tun. Und, geschieht da was? Nee. Er pennt noch. Oder wieder, oder wie auch immer. Ja, Kerker verlassen. Irgendwie bin ich jetzt... Also, Moment, einer von den beiden ist ja immer hier drin. Der andere kann raus. Nee, oder? Moment. Sie können beide raus. Ja, dann... Sollen sie doch mal beide raus. Vielleicht können sie die Wache ablenken. Mit dem Hammer zum Beispiel. Da, nach oben. Oder war hier noch irgendwas? Nee, in die Stadt runter ging ja auch nicht. So, und jetzt? Mit dem Viehspiel? Ja, genau. Das soll nachkommen. Da hoch.
So, wo ist jetzt Ivo? Übersehe ich sie? Da ist das Vieh. Okay, und Ivo? Ach, da steht sie. Okay. Mhm. Ja, okay. Mit dem Hammer die Wache ablenken. Aber ich glaube, das habe ich vorhin schon versucht. Ja. Das geht nicht. Was ist denn hier noch? Da, die Kiste. Vielleicht kriegt sie... Nee, die Kiste kriegt sie auch nicht auf. Und mit der Fackel vom Vieh geht das sicherlich auch nicht. Ja, jetzt wieder dieses umständliche Tauschen. Ja, das ist echt doof. Ach so, Inventar, Fackel. Da, so. Nö. Das geht auch nicht. Gehen wir ein bisschen darüber. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Aber ich glaube nicht. Da mit der Vase. Nee. Aber vielleicht kann Ivo mit dem Hammer die Vase zerschlagen. So, dann mal darüber. Wie gesagt, wir müssen ja alles ausprobieren. So. Nö. Geht auch nicht. Kann sie denn wenigstens reinkrabbeln? Wie fast alles hier dürfte die Vase Beutekunst sein. Sie ist nicht schön, aber dafür unhandlich. Ja. Wie fast alles hier dürfte die Vase. Wie fast alles hier dürfte die Vase. Ja, ja, ist gut. Ja, ich glaube, da mache ich mal Schluss für diese Folge und vielleicht fällt mir für die nächste was ein. Denn ich, also, ja, ich wüsste jetzt nicht was. Die Vase, damit ist noch irgendwas und da. Öffne die kleine Truhe. Ja, ich weiß ja nicht wie. Mit der schwarzen Wache weiß ich jetzt auch nichts anzufangen. Mit dem Rücken zur Treppe. Unbemerkt auf den Platz komme ich trotzdem nicht. Ja, ja. Das ist ja das Problem. Aber wie kann man mit einer Fackel und einem Hammer die Wache ablenken? Also mit dem Hammer, ja, da fiel mir was ein, aber... Ja, gut, ist eine Ablenkung. Aber es geht ja nicht. Und ansonsten kann man hier auch nichts machen. Da nicht. Mit der Kiste geht das auch nicht, mit der Vase geht das nicht. Okay, nochmal nach unten. Erst der Hammer weg, so. Also... Dann, nee, da war ja auch nichts mehr. Ich versuch's ja nochmal. Manchmal muss man da ganz irre Sachen machen. Nee, da nicht. Und da, warum ist da eine Lupe? Das weiß ich auch nicht. Nochmal da rein. Und dann, ich versuch das nochmal in dem Kerker und dann ist erstmal Schluss für die Aufnahme. Denn es wird ja auch wieder Zeit. So, also hier nochmal. Alles, was man da anklicken kann. Mit dem Hammer. Nee, aber da nicht. Und diese Fackel auch nicht. Die Telefonzelle haben wir auch schon ausprobiert. Das da oben geht ja auch nicht. Und nee. Ey, Moment mal. Zertrümmer. Ach, guck mal an. Das geht. Ja, dann machen wir das. Kann ich vergessen. Die Gitterstäbe sind aus massivem Eisen. Kann ich nicht einfach kaputt hämmern? Ach so. Ja, dann doch nicht. Nochmal. Ich will es sehen. Das kann ich vergessen. Ah, nee, das geht nicht. Die Gitterstäbe sind aus massivem Eisen. Ja, okay. Dann muss ich mir eben was einfallen lassen für die nächste Folge. Und ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.